ist. Nächster Redner ist für die FDP-Fraktion der Abgeordnete Matthias Fischbach. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Missbrauchsfälle im kirchlichen Umfeld sind ein Thema, das wirklich beunruhigend ist. Nicht nur, weil die Zahl der jetzt auch mittlerweile durch die Studien bekannt gewordenen Fälle unfassbar hoch ist, sondern auch, weil es eben einfach noch ein sehr großes Dunkelfeld zu befürchten gibt und sich hinter einfach all diesen Zahlen immer viele bewegende Einzelschicksale befinden. Betroffene also, die von schweren Misshandlungen schon im Kindesalter berichten zum Beispiel. Menschen, die ihr ganzes Leben unter den Folgen von diesen traumatischen Erlebnissen dann leiden müssen. Sich dieses Ausmaß klarzumachen, meine Damen und Herren, das ist belastend. Und deshalb muss auch endlich von Seiten der staatlichen Stellen entschieden gehandelt werden. Zu lange wurde weggeschaut, zu lange wurden Ausreden gesucht und auch zu unangenehm waren in Bayern, gerade hier auch, vielen das Thema. Anders ist es nicht erklärbar, dass zum Beispiel über 9 Jahre hinweg die erste Missbrauchsstudie aus München-Freising von den Staatsanwaltschaften nicht einmal angefordert worden ist, auch vom Justizministerium seinerzeit nicht. Erst 2019 war es soweit, trotz damals klarer Weckrufe auch der Gutachter. Da war die Rede zum Beispiel von Aktenvernichtungen. Keine Reaktion. Und da weiter nur zuzuschauen, meine Damen und Herren, muss man sagen, das war Staatsversagen. Und da reden wir nur über diesen einen exemplarischen Vorgang und noch nicht einmal über die Rolle von Jugendämtern, Schul- und Heimaufsichten. Diese müssen wir auch noch einmal grundlegend aufarbeiten, bevor wir uns hierzu zu irgendeinem Beschluss durchringen an die Adresse der AfD. Was wir aber beschließen müssen, das ist auch dringend nötig, ist diese Anlaufstelle für Missbrauchsopfer. Und das können wir gerade im angesprochenen Themenfeld eben nicht allein den Kirchen überlassen. Schon vergangenes Jahr im Juni hat die FDP-Fraktion ja hier einen Dringlichkeitsantrag eingereicht zur Einrichtung einer Anlaufstelle für die Missbrauchsopfer, die bei Krisen Hilfe leisten soll, wohnortnahe Therapie und Selbsthilfeangebote bereitstellen bzw. darüber informieren soll, beraten soll, insbesondere über rechtliche Schritte und nicht zuletzt auch die Opferentschädigung. Schon damals hat die Sozialministerin sich dagegen ausgesprochen, auch gerade noch mal im Nachgang gegenüber den Nachfragen und Wünschen der Opfervertretungen. Heute ist immerhin der Justizminister bereit, hier den Opfern die Hand zu reichen. Das ist überfällig. Es ist längst an der Zeit, dass die gesamte Staatsregierung sich hier auch dieser Position anschließt. Aber dennoch wäre das auch nur ein erster Schritt. Wir müssen das Dunkelfeld aufklären. Die Dunkelfeldstudie, sie ist unerlässlich, wie gesagt, und die Rolle der staatlichen Institutionen im Umgang auch mit den Missbrauchsfällen bei den Kirchen, das muss auch nochmal unabhängig und grundlegend aufgearbeitet werden. Und auf dieser Basis können wir dann Verantwortung klären und auch eine Reform zumindest der staatlichen Strukturen diskutieren. Also abschließend möchte ich festhalten, dass es ja leider mit jeder Anfrage, die ich auch zu dem Thema stelle, ich bin mittlerweile bei 5, immer wieder ja, zu Abgründen kommt, zu Problemen kommt, die man dort sieht, die sich dort auftun, die dann wiederum genauer untersucht werden müssen. Und es gibt einfach noch sehr viel zu tun. Aber hier nach diesen ganzen Fällen nachzugehen und hier auch alle Fehler sauber aufzuarbeiten, das ist nicht nur eine kirchliche, sondern es ist eben auch gerade eine staatliche, eine gesellschaftliche Verpflichtung. Da sollten wir nachgehen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist für die Fraktion der Freien Wähler der Abgeordnete Dr. Hubert Faltermeier.